Der auch plus 10? Hey, das ist doch kacke. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ach, macht der immer wieder mal Kommentare dazu, oder was? Was gibt's hier unten eigentlich? Große Heilpflanze. Oh, wo geht's denn da hin? Ah, super, einfach bloß einen Weg außen rum. Ja, hat sich gelohnt. Große Heilpflanze. Was soll ich jetzt, Mann? Was ist da alles? Öllampe, Wein, Beutel mit Zitzerbrot. Ich muss gern wissen, dürfte der überhaupt mit rein? Scheinbar nicht. Goliath, die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Erstens ist es nicht. Heißt es David gegen Goliath, Alter? Darf der überhaupt hier mit rein? Ich glaube, wir speichern vorher, weil nicht, dass hier jetzt dann voll das Chaos ausbricht. Fortsetzen. So. Setzer, hier müsste irgendwo sein. Da ist der Penner. Hey, du. Bist du der Ersatz? Hä? Nein. Wovon redest du? Dann bist du's also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Gibt's noch was? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Die Stadt ist doch gut befestigt. Was nützt die Befestigung, wenn die Wühler sich einfach aus dem Boden graben? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal... Ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst.
Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Ich frag trotzdem. Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Das muss jetzt sein. Was ist Mana? Nix da, ich hab schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ich würde Alba suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Okay. Ja, Maul nicht rum. Bist du für eine Werke? Setze. Egal wie du siehst, ich sehe es anders. Egal wie du siehst, ich sehe es anders. Sauber. Hey, Drog, was geht? Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Ja. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Was für ein Wichser. Naja, hol mal schnell das Bier. Vielleicht erzählt er uns dann was über die dumme Tussi, Alter, was da die ganze Zeit die Arbeit nicht macht. Das war doch, glaube ich, da oben. Was bist du für einer? Bentaram. Ja, da ist er. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Brausesuppe, Bier. Alter, freu dich 65. Eins. Zack. Handel akzeptieren. So. Die paar Meter könnt ihr wohl selber laufen. Jetzt dürfen sie sich wieder aufregen. Lass die Technik lieber schlecht. Nee, nee. Anarchie, Anarchie. So, hier, Penner. Hier. Bier. Dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Ah, fuck. Du zahlst oder trägst die Konsequenzen? Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen.
Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist. Und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. 200 Splitter? Alter, leck mich. Ich brauche dein Wort nicht. Denkst du etwa, du kommst auf Dauer allein? Wir leben hier. Aber mach, wie du meinst. Lieg mir nur nachher nicht in den Ohren. Wegen deines Kumpels Alba. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Er kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Freundschaftsdienst. Gut, dass ich dem Berserker eh nicht beitreten will. Wobei die Kultisten eigentlich ziemliche Pfeifen sind. Wenn die alle solche abgehalfteten Säcke sind wie der. Bleiben dann eigentlich bloß nur die Outlaws. Ich will bei den Alps beitreten. Mensch. Also, Oran, erzähl. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argor auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass sie mich durch die ganze... durchs ganze Kaff schicken. Der Schlund ist doch... da hinten. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Toll. Der ganze Weg jetzt wieder dann auf? Nee, da porte ich mich. Obwohl... kurz warten und warten und zack. Jetzt müsste rein. Ei. Alter, was ist das Rudel eigentlich? Ach, der Hinweis. Cormac. Wieso Cormac? Hat der Cormac heißen? Nee. Die zweite Wache. Auf der Karte markieren. Da hinten. Pass auf, der wird jetzt irgendwo tot liegen oder so. Ist da schon wieder? Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen.
Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Gut, dass die abhauen. Über die Technik. Speichern. Alles meins, alles meins. Komm, mach schneller. Du wagst es hier zu stehlen? Ich... Warum zur Hölle ist der Penner jetzt da? Das soll doch ein Witz sein. Teleportiert sich da einfach hinter mich. Was für eine Arschgeige. Bohnenliebe. Der Typ ist doch gar nicht mehr da. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Also die haben das seit Tagen nicht mehr gesehen. Der wird wahrscheinlich irgendwie besoffen hinter der Hütte liegen. So, wo ging's dann auf? Da ging's dann auf, ne? Ist gut, dass ich die Ausdauer auflädt, wenn man fliegt. So, da ist der Teleporter oder der Duras. Ans vorbei. Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Ein Haufen und jetzt halt's Maul. Tagebuch. Ein Tagebuch. Es gehört einem gewissen Kral. Hier steht jede Menge Zeug. Ich kann damit aber nichts anfangen. Okay. Muss ich mir merken. Wahrscheinlich kann ich später was damit machen. Irgendwo. Oder ist er im Gebäude? Oh. Oh. Zerknüllter Zettel, wo sehe ich das? Da zerknüllter Zettel. Also scheinbar hat er einen Deal gehabt. Was mache ich jetzt? Hä? Ich hab doch den jetzt da gefunden. Stimmt, ich kann bestimmt Lagerfeuer irgendwas brutzeln. Alles brutzeln. Zack. Ja, die Quest hat sich komischerweise nicht aktualisiert. Oder soll das so sein? Oh, was ist das? Mana-Pflanze. Großer Elixierbeutel. Ja, ich will ja alles verlieren.
Halt, warte. Das war doch wahrscheinlich der Hinweis, oder? Zerknüllter Zettel. Heute Abend beeinflusst Dunkelheit. Nicht vergessen, das Dimmfeuer zu testen. Unterhalb des Schlundes. Ach, der hat wahrscheinlich dieses Stim oder was das war getestet und ist er verreckt dran. So, nachschauen. Wo ist der Schlund nochmal? Das ist der Schlund. So rum. Oh fuck. Ja, das war nicht die beste Idee. Der Fliege. Was ist jetzt das? Hä? Junger Hornwolf, Bandit. Ist eigentlich voll unfair. Ja, war ein Zangenangriff, das ist eine legitime Taktik. Das ist immer super gelaufen. Ich greife an. Oh, nein, ich sterben. Das ist doch kacke. Alter, was ist das für ein Speicherpunkt? Ich muss dann gleich wegspringen, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich greife an. Du bist dran. Oh oh.
Nee. Oh, fuck. Hilfe. Das sind alle immer gleich voll bewaffnet sind. Alter. Ist der Typ jetzt wieder am Leben? Nein, komm. Okay, warte, jetzt können wir es schaffen. Ach, scheiße. Nein! Ich greife an! Alter, das ist voll der indische Fall. Und wenn mich aber trifft, ist vorbei. Die Erfahrung? Really? Alter. Da prügeln wir zu zweit den total die Scheiße aus dem Leib und dann kriegt man 150 Erfahrungspunkte, Mann. Das ist doch nicht normal. Aber nach dem epischen Fight, total epischen Fight, verabschiede ich mich erstmal für heute. Und ja, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.